Hermann Straub, Internist, 1928 bis 1938, Dahlmannstraße 1. Hermann Straub. Hermann Straub, geboren am 18. November 1882 in Stuttgart, gestorben am 20. Juli 1938 in Greifswald, war ein deutscher Internist. Leben. Straub studierte an den Universitäten Tübingen und Humboldt-Universität zu Berlin Naturwissenschaften und Medizin. 1909 konnte er dieses Studium erfolgreich mit einer Promotion abschließen. In seiner Dissertation befasste er sich mit akuter Morbus Addisonii nach Thrombosen beider Nebennierenvenen. Anschließend arbeitete Straub am Pharmakologischen Institut in Freiburg im Breisgau und wechselte später nach Großbritannien an die Physiologischen Institute von Cambridge und London. 1910 kehrte Straub zurück und wurde Assistent am Universitätsklinikum Tübingen. 2 Jahre später nahm er einen Ruf als Oberarzt in die erste medizinische Klinik in München an. Dort konnte sich Straub 1914 mit dem Thema Dynamik des Säugetierherzens, innere Medizin, habilitieren. Zwischen 1914 und 1918 nahm Straub als Arzt am Ersten Weltkrieg teil. 1919 beförderte man ihn zum außerordentlichen Professor und als solcher betraute man ihn mit der Leitung der medizinischen Poliklinik in Greifswald. 1928 nahm er einen Ruf nach Göttingen an. Bald nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten legte Straub seine Ämter nieder und zog sich ins Privatleben nach Greifswald zurück. Dort starb er im Alter von beinahe 56 Jahren am 20. Juli 1938 und fand dort auch seine letzte Ruhestätte. Rezeption. Straub forschte über den Blutkreislauf, die Atmung und auch den Mineralstoffwechsel.